Hier bist du genau richtig. Von Hand zu Hand und von Stadt zu Stadt. Radio frei in Niedersachsen. Das war Musik von der Künstlerin Ruth E. Sasek mit dem Titel Krisenprofitverbot. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Radiosendung, zur 10. Radiosendung, die hier aufgezeichnet wird von Radio freie Niedersachsen, von mir perkursiv, kostenlos zur Verfügung gestellt für den Telegram-Kanal Freie Niedersachsen hier in der Telegram-App. Unter der Adresse t.me/frei-unten-sein-niedersachsen auch erreichbar unter den Helferlein-Bot mit der Adresse @fni-unten-helferlein-unten-bot. Der Telegram-Kanal Freie Niedersachsen hat über 12.000 Mitglieder, Stand ist hier 12. Februar 2024. Ja, für alle, die interessiert sind, die auf dem Laufenden gehalten werden möchten, was den Telegram-Kanal Freie Niedersachsen angeht und was sonst noch abgeht, politisch, wirtschaftlich und auch hier sonst noch für Demonstrationen und auch Veranstaltungen in und um den Ort betrifft, dann seid ihr hier genau richtig. Mit wunderbarer Musik, hier unter anderem von Björn Banane oder auch von Time Lies, Block Me, Anna Lena oder auch von Walkon, dann bleibt hier dran. Ja, darüber hinaus ein exklusives Interview mit Wolfgang Vinciec. Er berichtet von seinen Höhen und Tiefen als freier, unabhängiger und unparteiischer alternativer Journalist. Und darüber hinaus gibt es hier heute in der 10. Sendungsfolge alles Aktuelle über die Inflation in der Bundesrepublik Deutschland, über die allgemeine Inflation hier aus dem Monat Januar 2024. Dann gibt es aktuelle Nachrichten von ARD, von den Tagesthemen der letzten Tagen, was so wichtig sein könnte, was uns beschäftigen könnte. Darüber hinaus gibt es neue Sachen über den Bauernprotest hier in Deutschland und darüber hinaus auch in Belgien, Polen und auch Spanien. Dann gibt es eine wunderschöne Aktion, wieder mal in diesem Jahr zu Karneval, von der Initiative Friedlich und Vereint in Kooperation mit Hannover. Nämlich waren sie beim Braunschweiger Karneval wieder mit dabei. Tina von der Telegram-Kanalgruppe End- und Neuzeitreport hat zusammen mit Waldi wunderschöne Aufnahmen gemacht. Einmal in Bezug zu den Vorbereitungen und während des Zuges. Darüber hinaus. Dann gibt es eine wunderbare Rede, nicht zuletzt auch zur Verfügung gestellt. Hier liebe Grüße gehen raus an Tina, an End- und Neuzeitreport über Colette. Ja, sie hat eine wunderschöne Rede gehalten. Diese Rede entstammt dem Video aus Lützen vom 9. Februar 2024. Auf dem Telegram-Kanal End- und Neuzeit-Report von Tina um 18.51 Uhr vom 9. Februar 2024. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr da auch gerne nochmal reinschauen und die ganze Rede in ihrer Vollständigkeit nachvollziehen. Und ich grüße alle Leute, die hier in Peine wohnen, leben, arbeiten und aktiv auf die Straße gehen. Wie gesagt, mein Aufnahme Ort ist Peine zur 10. Sendungsfolge von Radio Freie Niedersachsen. Hier direkt am Schwansee aktuell sind derzeit 4 bis 5 Grad draußen. Es ist dunkel und bewölkt. Und wenn ihr in der Telegram-Kanal-App von Telegram Berichte haben wollt, dann sendet sie uns gerne zu. Und zwar, ihr wollt Berichte, dann sendet uns welche. Wir senden, was ihr sendet. Bitte sendet eure Medien und Termine hier ein unter @fni-unten-helferlein-unten-bot. Bitte immer mit Ort, Datum und einen persönlichen Eindruck, so zum Beispiel Braunschweig am 26. Februar 2024. Heute waren
15 freiheitsliebende Menschen unterwegs. Wir hatten einen schönen Spaziergang und gute Gespräche. Ja, nicht zuletzt, wenn ihr gute Morgenbilder haben wollt, die erfreuen sich immer mehr der Beliebtheit, dann sendet sie uns auch gerne zu, nämlich an den Helferlein-Bot unter @fni-unten-helferlein-unten-bot. Im Moment sind sehr viele Zusendungen den Telegram-Kanal Frei Niedersachsen an guten Morgenbilder zugesendet worden. Also das heißt, für den Monat Februar sind genug drin, aber es kann nicht schaden, schon mal ordentlich nachzulegen für den Monat März, April etc. pp. Also macht fleißig Fotos und schickt sie gerne den Helferlein-Bot unter @fni gerne zu. Ja, dann, wenn wir hier auf den Telegram-Kanal gehen, der Freien Niedersachsen, steht im Infokanal folgender Spruch. Und das darf sich jeder sehr gerne zu Herzen nehmen. Denn ihr Menschen aus Niedersachsen, vergesst es nicht, ihr seid freie Niedersachsen und diese Freiheit holen wir uns alle zusammen friedlich zurück. Und wir werden und können nicht vergessen, zu welchen Zeiten die Initiative Freie Niedersachsen gegründet worden ist, nämlich zu Zeiten des Corona-Krise-Wahnsinns. Ja, also hat bis heute noch Bestand, sehr, sehr viele Menschen sind noch dabei, aktiv politisch auf die Straße zu gehen, seine Meinung zu erheben, seine Grundgesetze zu wahren und auch friedlich Gesicht zu zeigen. Und von Stadt zu Stadt, von Hand zu Hand, gemeinsam können wir bewegen. Also, wir bewegen, was euch bewegt. Also, sehr gerne herzlich eingeladen, hier in der Telegram-App Freie Niedersachsen im Kanal mit dabei sein zu können. Radio Freie Niedersachsen. Hier bist du genau richtig. Frieden schaffen ohne Waffen. Frieden schaffen ohne Waffen. Schaffen ohne
Hier bist du genau richtig. Von Hand zu Hand und von Stadt zu Stadt. Radio frei in Niedersachsen. Das war der musikalische Künstler Warkon mit dem Titel Frieden schaffen ohne Waffen. Ja, als nächstes kommen wir zur Rubrik Satire. Baerbock versus Putin. Yes, Mr. Putin. Nice set, wie es geschafft haben to this Gespräch, ne? Seien Sie gegrüßt, Frau Außenministerin Baerbock. Ja, aber before it goes richtig los, you are Batman. Gerade Sie sollten wissen, dass Gut und Böse in Bezug auf internationale, geostrategische Konflikte sehr dehnbare, inflationäre Begriffe sind, Frau Baerbock. Ja, Begriffe, Beschmiffe. Why you mach bang bang for Ukraine? Keiner hat Sie angegriffen. No one attacks you. Nun ja, die Realität ist etwas vielschichtiger als das. Aber mal eine andere Frage. Haben Sie inzwischen herausgefunden, wer Nord Stream gesprengt hat? Nord Stream war erstmal Unfall, ne? It's had to do with Pflanzen. Pflanzen was gefunden da unten beim Wasserrohr, ne? Wahrscheinlich Rohrverpflanzung. Merkst du selber, ne? Und außerdem Gasbad. We won't make here Wärmepumps. Aha, und was sagt Ihr Bundeskanzler dazu? Ja, Olaf Scholz said he forgot. It happens, ne? Yesterday I went out from house to get nachhaltigen Hafer-Wirsing-Tee. From Bio Company. And I forgot my Schlüssel für Lastenfahrrad. Das ist alles ganz prima, Frau Außenministerin Baerbock. Was genau wollen Sie bitte von mir? What we want? Stop the war. Give Russia back to Kurdistan. Stop! Stop the Punzers and the lying! We give the Leopards to Ukraine und wollen Wärmepumpe für jedermann! Ja, dann sprechen Sie mit Ihrem Freund Joe Biden. Kids, little kids on German street with Uhu und Patex glued to C street. Wunderbar. We need make 360 degree turn now. Na, sicher doch. Und als nächstes möchte ich euch den Best of der Sprüche aus der Politik nicht vorenthalten aus dem Jahr 2023. Wir werden hämmern und klopfen, aber mit Schalldämpfer. Sie sind ein Klempner der Macht. Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen. Da muss tatsächlich noch mehr Gehirnschmalz auch rein. Ich bin nicht queer, sondern ich bin mit einer Frau verheiratet. Wer morgens um 6 montags vom Berghain nach Hause fährt, der will doch am Ende auch sicher in dieser U-Bahn sitzen. Er darf auch gerne weiterhin, wenn ihm danach ist, Speckwürfel in den Kaffee werfen, was auch immer legal ist bei uns im Lande. In den sozialen Netzwerken kursiert die Meldung, Elton John würde die Sitzung leiten. Das ist falsch. Entschuldigung, aber irgendwo muss hier entweder ein Akt bei einem Handy im Pfeifen rauskommen. War bis jetzt. Also wer seinen Klingelton auf Jingle Bell eingestellt hat, der ist es. Mein Eindruck ist, das Seefeld des Bundeskanzlers ist zeitweilig nach rechts begrenzt. Vielleicht findet er demokratischen Trost in den nächsten Tagen darin. Und was Markus Lanz' Meinung zum aktuellen Geschehen angeht, das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Es gibt eine Transformation. Die müssen wir gestalten, ob uns das gefällt oder nicht. Aber wir haben sehr, sehr lange in diesem Land von ein paar bestimmten Parametern beeinflusst, sehr gut gelebt und waren sehr erfolgreich. Die Leute waren sehr fleißig und haben aus dieser günstigen russischen Energie und aus diesem sozusagen unerschöpflichen chinesischen Markt, einerseits günstig einkaufen, andererseits teuer verkaufen, haben wir richtig was gemacht. Das waren die zwei Säulen des deutschen Wohlstandsmodells, Exportweltmeister und so weiter. So. Und das ist jetzt echt ins Wanken geraten. Deutschland, zeig dein Gesicht, wach endlich auf, kämpf für dein Recht, lass deine Kinder wieder frei, lass sie wieder singen, spielen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht, fürchte dich nicht. Sie sind Meister im Täuschen und manipulieren,
Ich frag mich, wer verdient daran? Mit Angst und mit Schrecken lässt sich's besser regieren. Ein Riss geht durch unser Land. Hey, hab ich hier was nicht kapiert? Bitte sag mir, was ist hier passiert? Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Fürchte dich nicht. Hey, ihr da oben, seid ihr echt so korrupt? Könnt ihr noch in den Spiegel sehen? Die Leute da draußen, die gehen echt kaputt. Viele müssen einsam von uns gehen. Nur weil ihr etwas gefunden habt und uns erzählt, das macht uns alle krank. Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Und wir sind viele und wir werden immer mehr. Auch wenn sie uns ignorieren, nehmt euch wieder in den Arm und kommt euch wieder näher. Habt keine Angst und nehmt kein Blatt mehr vor den Mund. Erhebt eure Stimmen, wir sind friedlich und bunt. Deutschland, zeigt dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder. Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Fürchte dich nicht. Hier bist du genau richtig. Von Hand zu Hand und von Stadt zu Stadt. Radio frei in Niedersachsen. Das war der Künstler Alex Olivari mit dem Titel Deutschland, zeig dein Gesicht. Und als nächstes schauen wir gerne nochmal in die Telegram-Kanal-App von Telegram, geladen nicht aus dem App Store, sondern von telegram.com, wenn ihr darauf bedacht seid, nicht die zensierte Version von Telegram zu erhalten. Wir schauen da einmal rein und zwar gibt es schon aktuelle Einsendungen hier von dem Montag der Spaziergänger zum Thema Frieden schaffen ohne Waffen, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch auf der ganzen Welt. Denn wir sind alle maßgeblich an Frieden interessiert, denn Frieden ist einer der Grundpfeiler der Demokratie. Und wir brauchen alle Frieden, denn ohne Frieden fußt keine Demokratie. Und damit die Demokratie funktioniert, ist Frieden unabdingbar. Und deswegen gehen die Menschen in Niedersachsen und darüber hinaus auch in den anderen Bundesländern fleißig weiter auf der Straße. So, die ersten, die gestern zum Beispiel auch schon unterwegs gewesen waren, das sind die tollen Hollenstädter hier mit der Friedensdemo am 11. Februar 2024. Und zwar ist der eingesendete Kommentar hier aus Hollenstedt folgender:
Lass uns zurück in die Eigenverantwortung finden, anstatt weiter in Hamsterrad zu drehen oder uns mit billigen Brot und Spielen ablenken zu lassen. Kein Politiker, keine Partei, keine NGO-Aufgabe abnehmen. Hatten nicht unsere Urahnen noch dieses überlebenswichtige Naturwissen, was uns absichtlich abtrainiert wurde? Fragezeichen. Eigenverantwortung gleich Freiheit. Auch deshalb versammelten sich heute noch 13 friedliche, freiheitsliebende Hollenstädter. Menschen zu ihrem abendlichen Spaziergang und Austausch. Also, wir sehen uns nächsten Sonntag. So der Beitrag aus Hollenstädt am 11. Februar 2024. 16 Daumen hoch, 7 Herzen und 3 Flammen und 1 Daumen runter. Hier ist noch ein Kommentar dazu, und zwar von Wald E. Mare, hier um 19.44 Uhr am 12.02.2024 am Montag um 19.44 Uhr, wie gesagt, das war doch schon gestern Abend drin, aber doppelt hält natürlich besser. Ja, warum eigentlich nicht? Dankeschön hier für diesen Kommentar in dem Telegram-Kanal der Freien Niedersachsen gepostet. Ja, hier wird gesendet, was natürlich auch reinkommt bei den Helferlein-Bot, ist doch klar. Und wenn mal ein doppelter Beitrag drin ist, warum nicht? Kann ja nicht schaden. Dann ist hier ein Beitrag aus Süblingen, Bauernprotest vom 10. Februar 2024. Der Kommentar, der mit hier eingesendet worden ist im Helferlein-Bot, ist folgender: Demo-Kolonnenfahrt in Süblingen am 10.02.24. Über 600 Fahrzeuge waren mit dabei. Also hier gibt es auch fleißig Video- und Bildmaterial, um sich hier einen Eindruck direkt vor Ort machen zu können in Halmstedt. Also bitte, bitte, bitte teilen, so im Foto mit angegeben. Veröffentlicht am 12.02.2024 um 18.36 Uhr. 20 Daumen hoch, 14 Herzen und 3 Smileys mit ganz viele Herzen drumherum und einen Daumen runter. Dann gab es hier auch eine Einsendung bzw. weiterleitende Mitteilung von End- und Neuzeitreport. Vielen lieben Dank da nochmal an Tina und auch Waldemar hier auch von End- und Neuzeitreport. Und zwar das zweite Jahr in Folge nahmen die Braunschweiger in Klammer mit Unterstützung aus Hannover am Karneval teil, als Panzerknacker verkleidet mit Politikergeschichten. Eine gute Möglichkeit, auch außerhalb der eigenen Blase Aufmerksamkeit zu erreichen. Ach ja, und Spaß hat es obendrein auch noch gemacht. Bei all dem Stress, in Klammern stehend, ich stehe eigentlich immer kurz vorm Burnout, tat es gut, mal herzlich zu lachen. Es wurden reichlich Münzen und Scheine aus Schokolade und das Volk gebracht, die blau-weiß-roten Männchen mit den großen Nasen und Holzschuhen, die ab und an mit uns rumtanzten, in Klammern Mühlhüser Waggis, waren eine Fußgruppe aus Frankreich. Waggis bedeutet so viel wie Rumtreiber, eine Tradition, die ursprünglich aus der Schweiz kommt. So haben wir gleich noch was für die Völkerverständigung getan. Ausrufezeichen mit einem Smiley, mit einem zugekniffenen Auge. Und weiter heißt es hier im Text von Tina, weitergeleitete Nachricht von End- und Neuzeitreport, veröffentlicht am 12.02.2024 um 16.44 Uhr. Hier ein paar Impressionen, am Ende noch ein Kurzbericht vom NDR aus der Direktübertragung, die erstaunlich fair berichteten. Ja, das muss man auch zwischendurch sagen, dass hier etwas dazugelernt worden ist. Und ich glaube, das haben wir uns alle reglich verdient, nicht wahr? Also, dazu kommen wir auch nochmal gleich hier zum, fast dem Ende der 10. Sendungsfolge von Radio Freie Niedersachsen hier nochmal drauf zu sprechen. Als nächstes gibt es erstmal wieder Musik. Hier bist du genau richtig. Von Hand zu Hand und von Stadt zu Stadt. Radio Freie Niedersachsen. Es steht in unser aller Pflicht aufzustehen. Wenn uns was nicht passt, die Fresse aufzumachen, auf die Straße rauszugehen.
Krasse Zeit, die Lage ist mies. Alle Karten werden gespielt, Diktatur statt Demokratie. Wenn wir nicht wollen, dass passiert, was nun passieren soll, ist jetzt die Zeit, Gesicht zu zeigen. Wir können Geschichte schreiben, Teile unseres Grundgesetzes wurden einfach ausgehebelt. Ganz still und heimlich, Grund genug jetzt für ein lautes Beben. Dem Mittelstand wird in die Fresse gespuckt. Sogenannte Experten legen Existenzen in Schutt. Plus Zensur macht sich breit auf den Straßen und im Internet. Immer mehr zeigt sich der Feind der Demokratie und wer dahinter steckt. Klar, dass das für uns nicht leicht ist zu begreifen. Medien berichten einseitig, die meisten schlucken, was sie schreiben. Kaum noch freies Denken und kaum noch hinterfragen. Was willst du später deinen Kindern sagen? Bevor wir ungefragt spielen mit der Gesundheit meiner Kinder, möchte ich die Chance haben dürfen, das zu verhindern. Von wegen entspannter Lage, es wird gerade immer schlimmer. Nonstop Angst und Panik, mache im TV, mach die Klotze aus. Die Würde des Menschen ist unantastbar. So steht's geschrieben, Artikel 1, erster Absatz. Damit kann schon bald Schluss sein in diesem Land. Dann greift Artikel 20 Absatz 4 unser Recht zum Widerstand. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, sie in Auschwitz zu vernichten. Und niemand hat die Absicht, mit deinem Impfstoff zu vergiften. Denn alle ihre Maßnahmen sollen uns eigentlich nur schützen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, sie in Auschwitz zu vernichten. Und niemand hat die Absicht, mit deinem Impfstoff zu vergiften. Denn alle ihre Maßnahmen sollen uns eigentlich nur schützen. Das Grundgesetz wird Grundgesetz, der Mittelstand wurde abgeschafft. Die Meinungsfreiheit wurde ersetzt durch bundesweiten Maskenzwang. Und wenn du dich ihm widersetzt, dann nehmen sie dir die Rechte weg. Sie geben einen Fick auf unser hart erkämpftes Menschenrecht. Die Fakten werden ignoriert, Experten deformiert und unsere Freiheit auf ein Minimum noch reduziert. Nein, ich bin nicht einverstanden, ich bin damit unzufrieden und ich lass mir ganz bestimmt nicht von euch meinen Mund verbieten. RKI, Charité, Hopkins und auch WHO, Merkel, Spahn, Spiegelbild, allesamt von Gates gekauft. Trennt schon am Faschismus, was die Merkel da verzettet. Doch durch den Lobbyismus, Impfstoff wird die Erde nicht gerettet. Alles was ich weiß, ab jetzt ist allerhöchste Eisenbahn. Denn unsere Freiheit hängt ab jetzt nur noch an den seidenen Faden. Und wenn wir die verlieren, glaub mir, herrscht in diesem Land Artikel 20 Absatz 4, wir haben das Recht auf Widerstand. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, sie in Auschwitz zu vernichten. Und niemand hat die Absicht, mit deinem Impfstoff zu vergiften. Denn alle ihre Maßnahmen sollen uns eigentlich nur schützen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, sie in Auschwitz zu vernichten. Und niemand hat die Absicht, mit deinem Impfstoff zu vergiften. Denn alle ihre Maßnahmen sollen uns eigentlich nur schützen. Radio Freie Niedersachsen. Hier bist du genau richtig. Radio Freie Niedersachsen. Und damit herzlich zurück hier wieder auf Radio Freie Niedersachsen für den Telegram-Kanal Freie Niedersachsen. Für alle, die interessiert sind, die neugierig sind und natürlich Mitglieder sind hier in dem Telegram-Kanal der Freien Niedersachsen. Gerade gespielt Björn Banane mit dem Titel Rechtsstaat und davor der Titel Artikel 20 Absatz 4 von dem Künstler Bustek und Lappas. So, kommen wir zu einem und den Tagesthemen. Den muss ich nochmal ganz kurz hier am Computer nochmal herauskramen. Und da habe ich den schon, und zwar hier mit dem Titel Die Tendenz zeigt nach oben vom 8. Februar 2024, veröffentlicht um 6.24 Uhr von Sebastian Schreiber, ARD Finanzredaktion. Und zwar, so heißt es in einem Kurzartikel, die Preise für Strom sind seit der Energiekrise wieder gefallen. Der Markt aber bleibt in Bewegung. Einige Versorger haben vor, die Tarife anzuheben. Was erwartet die Verbraucher? Fragezeichen.
Also, wer in diesen Tagen Post vom Versorger bekommt, ist gut beraten, ins Kleingedruckte zu schauen. 6 Wochen im Voraus sind die Anbieter von Strom und Gas verpflichtet, Preisänderungen in der Grundversorgung anzukündigen, und in den Briefkästen der Kunden dürften aktuell etliche Briefe landen. Da ist etwa ENBW, der Energiekonzern mit Sitz in Karlsruhe, zählt nach eigenen Angaben etwa 5,5 Millionen Kundinnen und Kunden in Deutschland. Viele müssen wohl ab April tiefer in die Tasche greifen. Der Konzern hat angekündigt, die Preise für Strom in der Grund- und Ersatzversorgung um fast 16% anzuheben. Ja, das ist die Quelle von tagesschau.de aus der Rubrik Wirtschaft und Verbraucher. Sehr gerne nachzulesen, auch online. Und schauen wir jetzt einmal auf die aktuelle Inflation aus dem Monat Januar 2024. Die allgemeine Inflation ist Gott sei Dank weiter zurückgegangen im Vergleich noch zu dem Jahr 2023 aus dem Monat Januar. Und zwar beträgt die allgemeine Inflation derzeit plus 2,9%. Und die Inflation in Bezug zur Energie liegt bei minus 2,8%. Und auch die Inflation in Bezug zu den Nahrungsmitteln liegt bei plus 3,8%. Die Quelle benenne ich hierbei destatista.de. Inflation zu dem Monat Januar 2024. Ja, dann gibt es noch einen wunderschönen Beitrag hier aus den Tagesthemen der ARD zu den Lebensmitteln. Hier vom ein Beitrag vom 7. Februar 2024, veröffentlicht um 8.59 Uhr. Deutsche sparen bei Obst und Gemüse. Na, das ist doch mal kein Wunder, denn Verbraucher greifen laut Fruchthandelsverband seltener zu Obst und Gemüse, was offenbar an den gestiegenen Preisen liegt. Der Pro-Kopf-Konsum in Deutschland liegt deutlich unter der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation. Die Bundesbürger konsumieren nach Angaben des Deutschen Fruchthandelsverbandes angesichts der deutlich höheren Preise weniger frisches Obst und Gemüse. Auch im EU-Durchschnitt wird in Deutschland weniger von diesen Lebensmitteln gegessen. Der Verbrauch privater Haushalte hat in den vergangenen Monaten nachgegeben, sagte Verbandsgeschäftsführer Andreas Brügger der Deutschen Presseagentur. Die Leute haben weniger Geld im Portemonnaie und dann sparen sie beim Essen und geben lieber Geld für anderes aus als für Frisches. Die Branche trifft sich von heute an zur Fachmesse Fruit Logistica in Berlin. Auch Quelle hier tagesschau.de, Wirtschaft und Verbraucher, ein Artikel vom 7. Februar 2024. Radio Freie Niedersachsen, hier bist du genau richtig. Radio Freie Niedersachsen. Die ganze Welt steht in Flammen. Die ganze Welt steht in Flammen. Steht in Flammen. Die ganze Welt steht in Flammen. Und wir schauen nur dabei zu. Shubidubidoo, wir sind weg, Scooby-Doo. Wenn es wieder einmal knallt, aber vorher wird gebellt. Denn wir lieben zwar Gewalt, aber bloß nicht an uns selbst. Rap-Aliens, wir sind anders. Dickes Fell wie so Leopardenpanzer. Grand Canyons in der Landschaft. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass du für Mann warst. Es war Wissenschaft, in der ein offener Diskurs einfach scheinbar nicht erwünscht ist. Mitgemacht. Und ich rede nicht davon, dass du dreimal durchgeimpft bist. Ganz egal, wo man hinschaut, alles ist am Arsch und so stinkt's auch. Wir haben sie alle gewarnt, doch sie sind taub. Es ist die nur die ganze Welt steht in Flammen. Steht in Flammen, sie steht in Flammen. Steht in Flammen, steht in Flammen, steht in Flammen.
zu benennen ist in Regeln nach Tabu. Also halten wir die Schnauze, ganz egal was so passiert. Denn der dahinter fragt und ohne Gnade diffamiert. Doch wer dazu schweigt, der akzeptiert. Ich will nur, dass du weißt, dass das Schweigen inkludiert. Dass die Zeiten immer schlechter werden, Preise explodieren und sich nichts daran ändert, denn die Falschen uns regieren. War Musik vom Künstler Busdeck mit dem Titel Steht in Flammen. Ja, und hast du Wünsche, Lob, Kritik, Verbesserungsvorschläge, dann sende sie sehr gerne hier in den Telegram-Kanal der Freien Niedersachsen, gerne in die Kommentarfunktion des veröffentlichten Beitrages hier der Radiosendung Radio Freie Niedersachsen zur 10. Sendungsfolge. Und du kannst auch sehr gerne Kontakt aufnehmen zum Helferlein-Bot unter @fni-helferlein-bot. Ja, ein Telegram-Kanal mit über 12.000 Mitgliedern aus ganz Deutschland. Ja, also über 12.000 Mitglieder, muss man ja wirklich schon sagen, sind interessiert, was für Veranstaltungen, Demonstrationen, Versammlungen hier in Niedersachsen abgehen. Und ich muss wirklich noch dazu sagen und noch mal einen Hinweis geben, dass es nicht die Organisatoren der Freien Niedersachsen sind, die dafür verantwortlich sind, dass in den Städten, Gemeinden und Orten Demonstrationen angemeldet werden. Nein, das sind immer die Menschen und die Bürger, die vor Ort leben und das dann auch anmelden. Ne? Und wenn die hier ja in dem Telegram-Kanal der Freien Niedersachsen zum Helferlein-Bot dann eine Einsendung vornehmen, wie zum Beispiel ein Foto oder ein Video mit einem passenden Text, dann wirkt das vielleicht immer so, dass vielleicht die Organisationsstruktur der Freien Niedersachsen dafür verantwortlich wären. Aber nein, die Organisationsstruktur der Freien Niedersachsen senden immer nur das, was ihr einsendet, nämlich hier unter den Helferlein-Bot unter @fni-helferlein-bot. Also, möchtet ihr Berichte? Das ist dann kein Problem, also sendet sie sehr gerne, denn die Freien Niedersachsen senden, was ihr sendet. Also, weiterhin eure Medien sehr gerne mit den Terminen, wenn die zum Beispiel noch nicht in der Liste sein sollen, in den Telegram-Kanal der Freien Niedersachsen, dann könnt ihr die gerne einsenden, wo bei euch in eurer Stadt oder Gemeinde etwas los ist. Sehr gerne weiterhin zum Helferlein-Bot. Also bitte immer mit Ort und Datum und einem persönlichen Eindruck, also hier als Beispiel Braunschweig, 26. Februar 2024. Heute waren 15 freiheitsliebende Menschen unterwegs gewesen. Wir hatten einen schönen Spaziergang und gute Gespräche. Also sehr gerne zusenden hier zum Helferlein-Bot im Telegram-Kanal der Freien Niedersachsen. Und weil ich heute hier mich in Peine befinde, möchte ich sehr gerne auch Werbung machen für den Telegram-Kanal hier in Peine. Und zwar heißt der Kanal Montagsspaziergang Peine.
Peine mit einer Kirschblüte davor und am Ende mit einem Victory-Handzeichen. Und im Infokanal der Montagsspaziergänger in Peine heißt wie folgt: Telegram-Gruppe für aktive Freunde und Interessierte des Montagsspaziergangs im schönen Peine. Wir freuen uns sehr über deine konstruktive Beteiligung. Die Gruppe umfasst derzeit 83 Mitglieder. Stand ist hier der 12. Februar 2024. Also auf diesem Weg nochmal herzliche Grüße an alle aktiven Demonstranten, die hier für den Frieden auf die Straße gehen und auch gegen die Ampelregierung demonstrieren. Freie Meinungsäußerung, das macht uns aus. Und wir geben noch lange nicht auf. Denn es gibt auch ganz viele, die hier zum Beispiel weiterhin beständig über Jahre ja schon auf die Straße gehen. Meistens ist es der harte Kern, der hier noch, zum Beispiel wie hier in Hollenstedt, dass da 13 friedliche Menschen immer noch auf die Straße gehen. Das ist sehr, sehr löblich. Ich grüße hier an dieser Stelle alle, die aus Hollenstedt kommen. Dann gibt es hier natürlich auch noch andere Städte und Gemeinde, die hier noch weiterhin unterwegs sind. Ich schaue hier gerade nochmal und durchfliege nochmal ganz kurz den Kanal der Freien Niedersachsen. Ja, wo haben wir zum Beispiel Hannover? Ja, hier Friedensdemo vom 7. Februar 2024. Der Kommentar, der hier eingesendet worden ist über den Helferlein-Bot, wie folgt: Mittwochsdemo in Hannover am 7. Februar 2024. Hallo, ihr wahrheitsliebenden Menschen. Was ist zurzeit wichtiger als ein unabhängiger Journalismus? Fragezeichen. Wo es hinführt, wenn nur die gesteuerten Medien von der Masse gelesen sehen und können wir jetzt gut sehen. Darum haben wir unsere Demo auch hauptsächlich Julian Assange gewidmet. Seine Anhörung findet am 20. und am 21. Februar in London statt. Am Freitag, den 9. Februar 2024, findet von den Schneemännern in Würde am Hauptbahnhof um 18 Uhr eine Mahnwache für ihn statt. Bitte kommt zahlreich. Also ich kann auch sehr herzlich hier auch den Kanal Wendezeit Hannover empfehlen oder auch die Schneemänner mit Würde. Sehr informativ und löblich, dass die Menschen so aktiv weiterhin bestrebig weiterhin auf der Straße sind. Und ja, wo haben wir denn weitere Einsendungen? Zum Beispiel auch in Goslar gab es auch eine Friedensdemo jüngst hier am 5. Februar 2024. Sie bleiben auch weiterhin dran, genauso wie die Menschen hier auch in Salzhausen. Also auch hier ganz liebe Grüße an die Menschen, die hier weiterhin auf die Straße gehen. Hier ein Beitrag vom 7. Februar 2024 mit dem Kommentar: Wir stehen, wir gehen, wir werden gesehen und kümmern uns um unser Wohlergehen. Lieber Gruß an alle bewegten Niedersachsen. Und ich zähle hier, wie viele Füße im Foto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also sie scheuen sich weiterhin auch nicht, hier beständig und resolut auf die Straßen zu gehen. In Stadthagen ist es genauso, auch am 7.2.2024. Und je weiter ich zurückgehe, werde ich natürlich noch weiter fündig. Auch in Neu-Wulmstorf gehen die Menschen weiterhin auf die Straße, in Diepholz sowieso. Und Nordenham gab es hier auch eine wunderschöne Friedensdemo, denn Nordenham steht auch auf. Hier gibt es auch einen wunderschönen TikTok-Kanal. Und ja, schaut einfach mal rein. Auch liebe Grüße hier an Bad Bevensen. Hier treffen sich auch die Menschen wieder um 18 Uhr. Natürlich die Selbstdenker am Neptunbrunnen. Also ganz liebe Grüße auch nach Bad Bevensen. Und auch hier in Ritterhude gehen weiterhin 14 Herzensmenschen zusammen weiterhin auf die Straße. Also die in Ritterhude sind auch sehr, sehr kreativ. Also nicht traurig sein, wenn jetzt eure oder deine Stadt nicht genannt worden ist. Aus Zeitgründen kann ich natürlich nicht alle berücksichtigen, aber ich denke mal, das weiß auch jeder, ne? Wie wichtig die ganze Aktion ist, hier weiter beständig und resolut auf die Straße zu gehen. Ich bin ein Nerd, aber kein schicker Hipster, mehr ein Vieldenker.
voll Hirngespenster. Ich surfe auf keiner Mode, Klischee, Retrowelle, ich surfe im Internet. Such, lese Brillengestelle für echte Augen, um Bücher zu lesen und Texte zu schreiben und nicht um Fotos zu schießen und mich bei Facebook zu zeigen. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin anders und allein. Keiner scheint mir ähnlich und keiner scheint mir nah zu sein. Und manchmal habe ich das Gefühl, niemand ist wie ich. Ein Platz, an den ich passe, den gibt es für mich nicht. Aber warum fühle ich mich anders und was muss noch passieren? Ich meine, was mache ich falsch? Ich will doch bloß dazugehören. Aber wozu denn gehören und was soll das denn heißen? Weil wir alle doch anders und dadurch wieder gleich sind. Und es geht doch um den Inhalt, viel mehr als um die Form. Es geht doch um den Einzelfall, viel mehr als um die Norm. Es geht nicht um Physik, sondern um Fantasie. Und vor allem geht es ums Was, viel mehr als um das Wie. Es geht auch darum, dass wir uns kennen, mehr als darum, dass wir mal einsam waren. Es geht nicht um das, was uns trennt, sondern um das, was wir gemeinsam haben. Es geht nicht ums Gewinnen, sondern darum, dass du kämpfst. Es geht nicht um den Takt an sich, sondern darum, dass du dancest. Es geht nicht darum, was wir haben, sondern um das, was wir draus machen. Es geht nicht um den Witz an sich, sondern darum, dass wir lachen. Es geht nicht darum, was wir tragen, wie wir lächeln, wie wir reimen. Es geht darum, was wir sagen, ob wir echt sind, was wir meinen. Und vielleicht geht's nicht ums Happy End, sondern mal heute nur um die Geschichte. Vielleicht geht's nicht darum, ob ich anders, sondern darum, dass ich ich bin. Vielleicht geht's nicht darum, die ganze Welt zu erfassen und alles zu verstehen. Vielleicht geht's darum, Hakuna Matata zu sagen und einfach mal gerne zu leben, weil es geht darum den Inhalt, viel mehr als um die Form. Es geht darum dein oder mein Einzelfall, viel mehr als um die Norms. Es geht nicht um Physik, sondern um Fantasie und vor allem geht's ums Was, viel mehr als um das Wie. Und was soll das überhaupt heißen? Was soll das überhaupt heißen? Jemand ist sonderbar und eigenartig. Das sind doch bloß Synonyme für besonders und für einzigartig. Jemand sagt dir, du bist anders, dann denk dir für dich anders. Ist nicht falsch, ist bloß eine Variante von richtig. Und wer andere abgrenzt, grenzt dich selber ein. Wer andere schwach macht, glaubt nicht stark zu sein. Ich mach mein Herz weit und lass Leben rein, weil ich dran glaube, gut genug zu sein. Und dann treffe ich dich. Und du siehst mich und du nimmst mich wahr, bist bei mir und bist für mich da, nimmst meine Schatten, machst die Sicht klar, machst mich wahrhaftig, machst mich sichtbar. Und auf den ersten Blick bin ich vielleicht nicht so cool, für manche vielleicht sogar langweilig, aber ich höre dir gerne beim Reden zu und ich mag deinen Klang, weil ich dich mag und wie wir die Welt für uns drehen. Und dadurch wirst du für mich schön. Und ich finde meinen Platz und ich finde meinen Raum in der kleinsten gemeinsamen Schnittmenge aus deiner und aus meiner Welt. Wir sind unser kleinstes gemeinsames Vielfaches. Wir sind das, was uns zusammenhält. Und wir beide sind so viel mehr als die Summe unserer Teile. Wir beide sind so viel mehr als die Stunden, die wir teilen. Wir beide sind so viel merkwürdig eigentlich, dass ich das jetzt erst geblickt habe, weil es geht um den Inhalt. Viel mehr als um die Form. Es geht um deinen oder um meinen Einzelfall. Viel mehr als um die Norm. Es geht nicht um Physik, sondern um Fantasie und vor allem geht es ums Was, viel mehr als um das Wie. Radio Freie Niedersachsen. Hier bist du genau richtig. Radio Freie Niedersachsen. Das war die Künstlerin Julia Engelmann feature Jakob Zimmermann am Piano mit dem Titel Stille Wasser sind attraktiv. So, kommen wir jetzt zu Wolfgang Wincziec. Wolfgang Wincziec ist Journalist, freier, unabhängiger und unparteiischer Journalist. Er hat gesagt, er betreibt alternative Pressearbeit und auch dokumentarisches Zeitgeschehen in digitaler Form, unter anderem auf seinem YouTube-Kanal mit 541 Abonnenten hat er hier den Kanal @WolfgangWincziec7430 mit 235 Videos und bisher haben 111.200 Besucher seinen YouTube-Kanal besucht seit dem 14. Oktober 2020.
2012 ist er aktiv. Er ist unter anderem auch im Telegram-Kanal Bremen steht auf oder OV Bremen steht auf Infokanal mit dabei als Organisationsstruktur, Teilnehmer und er macht ganz viele Videos, nämlich ganz viele Videos, die das zeitliche Zeitgeschehen dokumentieren. Und damit hallo und herzlich willkommen, Wolfgang Winciec. Ja, hallo. Ja, schön, dass es geklappt hat heute und dass du dir extra auch Zeit genommen hast, heute hier mit dabei sein zu können. Es ist mir eine Ehre, nicht nur, dass ich dich auch persönlich kennenlernen durfte, denn er ist auch bei den Oldenburgern ganz oft mit dabei gewesen, wenn es montags heißt, auf der Straße aktiv zu sein für den Frieden und auch gegen den Corona-Wahnsinn. Er ist nicht nur in Oldenburg unterwegs, nein, auch in den umliegenden Städten um Bremen herum und auch in Bremen. Ja, Wolfgang, was sind deine Höhen und Tiefen? Was ist so das, was dir am spannendsten oder am interessantesten hängen geblieben ist aus deiner aktiven Zeit hier als freier, unabhängiger und unparteiischer Journalist? Ja, mir ist erstmal hängen geblieben, Bremen, ganz besonders den 5.12. war das, glaube ich, wo doch die große Demo war, die große Demo von Querdenken 421, wo keine echten Antifa in Bürgerpark Leute eingekesselt haben, das ist jetzt von Hörn und Sagen. Ich selber wurde auch eingekesselt am Stern und habe dann auch Platzverweis erteilt gekriegt. Ja. Für ganz Bremen-Innenstadt. Das war so meine erste negative Erfahrung. Die zweite negative Erfahrung war gewesen, das Datum habe ich jetzt leider nicht im Kopf, wo wir an der Glocke eingekesselt worden sind, wo die Leute spazieren gegangen sind von Querdenken 421, wo ich dann selber in den Kessel rein wollte und auch wieder raus wollte. Da kann ich leider nicht viel drüber sagen, weil da noch ein offenes Verfahren läuft. Und ich halt nicht wieder rausgelassen worden bin und ich dann noch, wo ich rausgelassen worden bin, irgendwann mal in den Seitenstraßen gegangen sind. Da hat irgendjemand eine Verletzung am Kopf gekriegt. Das war noch für mich ein ganz schöner Schock, ganz schön schlimm. Ja, das sind so erstmal meine ersten negativen Sachen gewesen, an die ich mich noch so erinnern kann. Ja, von der letzten Sache, da reden wir hier vom 9. Februar 2024. Ist das richtig? Die Bauerndemo in Bremen? Oder ist das eine andere Demonstration? Nein, das ist eine andere Demonstration. Ah, das war eine andere Demonstration. Ja, denn zu diesem Event hier am 9. Februar, da kommen wir gleich nochmal zu, da warst du auch auf einmal auf einer Demonstration gewesen, wo es dann auch ein bisschen gefährlich geworden ist. Und zwar war das hier der 4. Februar. Demoaufzug in Bremen gegen rechts, da kommen wir gleich nochmal zu. Wie lange oder was motiviert dich eigentlich so hart und konstant und auch regelmäßig auf die Straße zu gehen? Ja, weil es keiner gibt, der das so dokumentiert. Ich eigentlich leider der Einzige bin, der das hier macht. Und mir ist wichtig, dass das alles dokumentiert wird. Wow. Also das muss man ja wirklich sagen, das zeugt ja echt von krasser Arbeit, wenn man das mal so ausdrücken darf. Denn du bist ja echt bei jedem Wetter dabei, soweit ich das bisher mitgekriegt habe, die letzten 3 Jahre. Du bist wirklich regelmäßig auf der Straße von Woche zu Woche, so gut wie du kannst und versuchst auch echt einen großen Umkreis wirklich auch abzudecken, ne, und zu dokumentieren. Genau, richtig. Ja, und bist du da oft alleine oder mit mehreren, mit denen du dich da zusammenschließt oder? Ja, ich bin auch oft mit mehreren, mit denen ich mich zusammenschließe, die mich dann ein bisschen abdecken können, ja, schützen können und genau, ja, oder halt alleine. Ja. Super, dankeschön, das war's erstmal. Wir kommen gleich nochmal zu Wolfgang Winciec, den freien, unabhängigen und auch unparteiischen Journalisten, denn er hatte in seinem Volles, muss man jetzt mittlerweile schon sagen, denn es gibt ja zwei
Demonstrationen, die auf seinem YouTube-Kanal verfügbar sind. Einmal das vom 9. Februar über die Bauerndemo in der Bremer City. Und dann gibt es noch eine Demonstration davor, am 4. Februar 2024, eine Demonstration gegen rechts. Richtig, ne? Richtig. Richtig, gut. Aber erstmal gibt's hier wieder Musik hier von Time Lies mit dem Titel Block Me Annalena. Bis gleich. Radio Freie Niedersachsen. Hier bist du genau richtig. Radio Freie Niedersachsen. Sie war in der Hock und sie lebte in der großen Stadt. Es war Berlin, war in Berlin, wo sie alles tat. Sie war Ministerin für Äußeres, doch innen drin rief täglich eine Stimme, ich hab keinen Bock mehr an das Leben. Sie war ein super Cringe, das Reden fiel ihr schwer. Ihre Versprecher wurden ziemlich schnell legendär. Einmal erklärte sie aus Versehen Mr. Putin den Krieg. Und alle auf Twitter sind coming back wie Annalena. Es war um 2023 in Germany. Und alle mussten Wärmepumpen bei sich installieren. In der Ostkokaine wurde Heldenhaus gekämpft. Und alle Ukrainer gibt man da kein Annalena. Sie hat eine Superqueen, deswegen fiel ihr schwer. Also besorgte Anna sich einen Dolmetscher. Plötzlich lachte niemand mehr über unser Land. Und als sie es bemerkte, war sie Schotter Annalena. Annalena, Annalena. Damit wieder zurück hier auf dem Kanal der Freien Niedersachsen, fni.fm. Mein Name ist Perkursiv und hier am Telefon ist Wolfgang Winschietsch. Wir haben uns gerade schon einen leichten Einblick darüber machen können, wie ein freier, unabhängiger und auch ehrenamtlicher und nicht zuletzt auch unparteiischer Journalist hier von Woche zu Woche mit Fleiß auf der Straße unterwegs ist, um hier das Zeitgeschehen und auch als alternative Presse dann auch auf YouTube und anderen Plattformen dann auch zu speichern und auch der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und jetzt kommen wir zu einem Beitrag, nämlich von deinem Video, das du auf deinem YouTube-Kanal unter Wolfgang Winschietsch hochgeladen hast. Da sieht man, du hast da auch unter anderem auch die Demonstration, den Aufzug mit dem Thema gegen rechts dokumentiert und mir ist zugetragen worden, dass das gar nicht mal so ungefährlich gewesen war. Oder irre ich mich da? Das ist richtig, das war nicht ungefährlich. Es gibt zwei Vorfälle. Und zwar einmal gibt es den Vorfall an der Domsheide, wo die ganzen Demonstranten rumgegangen sind zum Osterdeich. Ja. Ich war an der hintersten Stelle am Rande und dann sind auf einmal drei Nicht-Antifa rausgekommen, haben mich geschubst und einer hat mich dann am Bein getreten. Ja. Daraufhin bin ich dann auch zurückgegangen, weil die waren sehr aggressiv. Bin Richtung Polizei gegangen. Dann war noch der Jan da, der Gott sei Dank, der war mit. Der hat mir so ein bisschen den Rücken freigehalten. Ja. Netterweise. Haben die angekündigt, dass sie einen Raub machen wollen. Das hat er dann ganz laut auch der Polizei gesagt. Hier holen sie Verstärkung. Es wird ein Raub angedroht. Ja. Daraufhin kamen die dann noch der nicht dazu mehr ran. Also die wollten mir mein Handy rauben. Haben sie versucht, auch im Beisein der Polizei. Ich konnte mein Handy gerade noch so in der Tasche packen, sonst wäre es weg. Ja. Ja, das war der erste Vorfall.
Der zweite Vorfall war am Domshof. Ja. Da habe ich mich hinter einer 6er Polizeimannschaft gestellt. Mhm. Und habe mich immer in Gegenwart der Polizei aufgehalten, weil ich darum gebeten worden bin. Daraufhin kamen dann zwei Leute auf mich zu und waren zielgerecht auf der Kamera und wollten mir also mein Handy wegnehmen. Aha. Mehr möchte ich da jetzt nicht zu sagen, weil das ein offenes Verfahren ist. Auf jeden Fall, ach so, und bin noch geschubst worden von jemandem, von einem, ja, bis zu Boden. Hat mir Verletzung zugezogen. Dazu werde ich mich nicht äußern, weil das halt noch ein offenes Verfahren ist. Ja, mein Gott, also da kann man schon erahnen, dass das alles nicht ganz ungefährlich ist, ne, was du da betreibst. Richtig. Boah, meine Güte. Bremen, muss man auch dazu sagen, ist besonders gefährlich, ne, weil das die, ja, Antifa-Hochburg Nummer 2 ist nach Berlin, oder? Richtig. Ja, und das nur, weil du dokumentierst, ne? Also du bist mit deiner Kamera unterwegs, du dokumentierst einfach nur die öffentliche Veranstaltung, die dort angemeldet worden ist und da gerät man... Ich war auch wirklich weit genug weg, also ich habe da, ne, also ja, ich war weit genug weg. Ja, und man muss ja auch dazu sagen, du beziehst ja auch keine Partei, also du bist ja dann da wirklich auch unparteiisch, stand vor Ort und dokumentierst einfach, ne, das ist... Ja, ich würde ja auch gerne mal keine echten Antifa-Demonstrationen dokumentieren, aber ich denke, das wird schwierig. Ja, das wird schwierig, ich glaube, das gehört ja auch dazu, so gegen Demonstranten, ne, dass sie da auch irgendwie mit dabei sind, da kannst du ja keinen Einfluss drauf nehmen. Aber das ist so das, was du dir wünschen würdest dann auf jeden Fall. Ich würde mir das auch wünschen, dass ich mal bei den Grünen mitlaufe oder bei der SPD oder CDU, habe ich kein Problem mit. Ich bin neutral. Ja, und darüber hinaus habe ich auch so den Eindruck, wenn ich so das ein oder andere Video von dir sehe auf deinem YouTube-Kanal, könnte man ja den Eindruck bekommen, dass dich die Leute ja schon von Demonstration zu Demonstration ja schon langsam zu kennen scheinen oder dich auf jeden Fall abstempeln, ne? Oder? Ja, als eine Art Rechter oder keine Ahnung was, oder? Das ist, Ja, aber das kommt eigentlich ganz selten vor. Ja. Also ich habe jetzt bei mehreren Demonstrationen, sag ich jetzt mal, palästinische, werde ich gut empfangen. Es kommt drauf an. Mhm. Genau. Ja. Wolfgang Winciec, es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Kurzinterview. Und wer auf jeden Fall mehr in Erfahrung bringen möchte, dem kann ich wärmstens empfehlen, hier gerne auf seinen YouTube-Kanal zu gehen. Hier Wolfgang Winciec, ich verlinke es auch sehr gerne in den Infokanal des Videos. Und wenn ihr auf jeden Fall noch Fragen habt, könnt ihr gerne in der Kommentarfunktion hier gerne die Fragen loswerden. Wir werden sie natürlich dann bestmöglichst beantworten und auch weitergeben. Und vielleicht habt ihr auch Glück, dass Wolfgang Winciec unter anderem als zeitdokumentarischer freier Journalist, der auch unabhängig und auch unparteiisch ist, dann auch begrüßen könnt. Was möchtest du gerne den anderen Mitmenschen auf dem Weg geben? Was ist so deine Message? Dass Journalisten auch, die nicht anerkannt sind, wie sie ehrenamtlich sind oder so, oder halt eben neutral sind und Alternativpresse, dass sie akzeptiert werden. Das ist mein Wunsch. Ja. Ja, super. Vielen lieben Dank, Wolfgang Winciec. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg und wir sehen uns auf jeden Fall auch wieder, denn auch in Bremen am Ende des Monats, ne, da ist auch eine Demonstration angemeldet, da werde ich auf jeden Fall da sein, erscheinen und vielleicht sehen wir uns ja da auf der Demonstration, wenn du als freier Journalist dann auch da das Zeitgeschehen dokumentierst. Da werden wir uns sehen, ja. Okay, dann sage ich mal bis dann. Jo, ciao. Tschüss. Gemeinsam halten wir stand, gemeinsam.
Zukunft unserer Kinder, für die Zukunft von 80 Millionen, für die Zukunft unserer Eltern, eine ganze Union, für die Zukunft nie wieder gespalten, für die Zukunft wieder frei, für die Zukunft unseres Landes, auf ewig treu und frei. Radio Freie Niedersachsen. Hier bist du genau richtig. Radio Freie Niedersachsen. Das war Musik vom Künstler Tobias Bader mit dem Titel Gemeinsam. Und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier auf Radio Freie Niedersachsen. Und damit möchte ich gerne gleich nochmal einlenken, und zwar geht es hier gleich zur Rede von Colette, ein Video aus dem Kanal, Telegram-Kanal von End- und Neuzeitreport. Die entstand vom 9. Februar 2024 aus Lützen. Vorher möchte ich gerne nochmal ein Lob aussprechen für alle Menschen, die hier weiterhin beständig aktiv auf der Straße sind, die für den Frieden einstehen und auch für eine komplette Neuwahl. Und wenn Sie sagen, die Ampelregierung hat versagt, dann weiterhin auf die Straße gehen und dafür kämpfen, dass diese Regierung zurücktritt. Denn wir können nicht weiter mit ansehen, dass unsere Regierung hier gegen die Wand gefahren wird. Also, wie weit möchten wir hier noch zuschauen? Ja, also ganz liebe Grüße an die härtesten Kerne, die hier in den Städten und Gemeinden weiterhin schon über Jahre auf die Straße gehen, von Woche zu Woche. Also mein tiefsten Respekt habt ihr schon mal. Denn auch viele Städte haben bis jetzt aufgegeben. Ne? Auch gut nachvollziehbar, für viele natürlich nicht, denn es war noch nie so wichtig, wie es jetzt wichtig ist, Gesicht zu zeigen und seine Stimme zu erheben. Und das macht die Demokratie aus, die Vielfalt, die Meinungsfreiheit, und dafür setzen sich die meisten Menschen auf der Straße ein. Im Rahmen einer friedlichen Demonstration. Also, da möchte ich gerne nochmal an das Zitat der Freien Niedersachsen erinnern, wie es so schön im Infokanal heißt: Denn ihr Menschen aus Niedersachsen, vergesst es nicht. Ihr seid Freie Niedersachsen und diese Freiheit holen wir uns alle zusammen friedlich zurück. Beziehungsweise wollen wir unsere Grundrechte weiter gewahrt wissen und auch die Menschenrechte und auch unser Grundgesetz. Und dafür stehen wir ein, von Mensch zu Mensch, von Hand zu Hand und darüber hinaus auch von Stadt zu Stadt. Also kommen wir jetzt zu dem nächsten Beitrag, und zwar von Colette mit ihrer wunderbaren Rede. Hier nochmal einmal die besten Sprüche und Redewendungen von ihr zusammengefasst. Wenn ihr gern die vollständige Rede hören wollt, sehr gerne auf dem Telegram-Kanal von Tina und Waldi, der da heißt End- und Neuzeit-Report in Telegram. Bitte nicht vom Telegram-App-Store downloaden, sondern von der Telegram.com-Seite, wenn ihr eine nicht zensierte Version in Anspruch nehmen wollt. Ja, also das Video gibt es im Telegram-Kanal von Tina, End- und Neuzeitreport, am 9. Februar 24 um 18.51 Uhr. Das Video aus Lützen. Also viel Spaß. Willkommen im besten Deutschland aller Zeiten. Da wir außerorts sind, möchte ich nochmal darauf hinweisen, ich wurde gerade daran erinnert,
Hier gilt die 3G-Regel. Grün geht gar nicht. Hallo Basti. Ich freue mich, dass du in einem Stück hier stehst. Der Waldi, der Mann von Tina, die ja auch fleißig filmt, hat mich darauf hingewiesen, mal die Geschichte in Lützen auch zu betonen. Nur ein paar Sätze: Hier in Lützen fand 1632 eine der Hauptschlachten im Dreißigjährigen Krieg statt und 1830 begann auf den Ebenen von Lützen die erste Schlacht gegen Napoleon. Ihr habt also mutige Vorfahren. Und in Richtung Bauernkrieg, der sich hauptsächlich gegen die soziale Ungerechtigkeit gerichtet hat, lassen sich auch hier die Spuren finden. Versucht, euch diesen mutigen Geist der Erneuerung zu bewahren. Und eure Vorfahren hatten viel mehr zu verlieren als wir heute. Aber sie haben mutig gekämpft und werden noch heute als Helden gefeiert, während wir von den Lulliköppen nie wieder etwas hören werden, außer Verachtung. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Colette, gehöre keiner Partei an, bin weder rechts- noch linksextrem und ganz wichtig an unsere Gesinnungshüterin und moralische Mutti. Ich habe mir heute Morgen die Zähne geputzt und einen frischen Schlüppi angezogen. Das Zitat zum Freitag. Jeder denkende Mensch kennt die Methoden der Propaganda. Methoden, durch die die kritische Urteilskraft zerstört und der Verstand eingelullt wird, bis er sich Klischees unterwirft, die die Menschen verdummen, weil sie die Menschen abhängig machen und sie der Fähigkeit berauben, ihren Augen und ihrer Urteilskraft zu vertrauen. Diese Funktion, an die sie glauben, macht sie für die Realität blind. Erich Fromm, deutsch-amerikanischer Psychoanalytiker und Sozialpsychologe, lebte von 1900 bis 1980 und zählt als einer der bedeutendsten Vertreter der humanistischen Demokratie, also heute umgangssprachlich Nazi. Und mit seinen Worten beschrieb er vollumfänglich, was hier im Land abläuft. Die Menschen sollen ihren eigenen Wahrnehmungen und Sinnen nicht mehr trauen. Wenn du sagst, dass es doch auch in den 50ern schon milde Winter gab, Nazi. Wenn du sagst, dass es doch aber tatsächlich biologisch nur zwei Geschlechter gibt, Nazi. Wenn du sagst, dass es nicht normal ist, jeden ungeprüft seiner Identität und Vergangenheit in unser Land zu lassen, Nazi. Wenn du sagst, dass du nicht möchtest, dass seine Kinder früh sexualisiert werden, Nazi. Und wenn du dafür kämpfst, dass wir gesunde, lokale Lebensmittel bekommen, super Nazi. Und wenn du deine Bedenken einfach nur deine Bedenken äußerst, bist du der Nazi schlechthin. Ein Mann, der mit Toten Kontakt aufnehmen kann, ihr kennt sicherlich diese Leute, äußerte vor wenigen Tagen, dass Hitler sich bei ihm gemeldet hätte und er persönlich habe sich wohl Goebbels vorgenommen und ihn zur Sau gemacht, dass es ihm nicht gelungen sei, eine so perfide Propaganda aufzubauen und konnte es kaum fassen, dass heute mehr Nazis leben würden als im Dritten Reich. Und da mal eine Frage an die Gehaltsempfänger des öffentlich Entrechteten. Ihr seid doch moralisch so ganz vorn mit dabei. Da wir ja nun alle Nazis sind, aber eure feudalen GEZ-Gebühren zahlen müssen, verzichtet ihr jetzt auf euer Gehalt oder lebt es sich ganz wunderbar von unserer Nazi-Kohle? Unsere Mahnfeuer, Blockaden, Proteste und Kundgebungen landesweit, ob groß oder klein, haben Macht. Sie haben die Macht des Zusammenhalts, sie haben die Macht der Motivation, sie haben die Macht der Vernetzung, der neuen Freundschaften, der Identifizierung mit den anderen und vor allem die Macht der Erkenntnis, eben nicht allein zu sein, eben nicht die Minderheit zu sein, sondern die umwerfende Mehrheit. Und wären wir nicht so mächtig, dann würden sie uns nicht so vehement bekämpfen. Die Macht der Menschen ist viel stärker als die Menschen an der Macht. Und wir sind mehr. Wir sind vereint vom Rentner über den Handwerker, Landwirt, die Pflegekräfte, Spediteure bis hin zur Gastronomie. Alle Menschen, unser Volk ist vereint und wir gemeinsam sind die Brandmauer gegen Blöd. Inzwischen hat unser Prinz Mimimi, Minister für Wirtschaftszerstörung und Umweltwahnsinn,
nunmehr ab 2025 den Einbau von Überwachungsgeräten für Energie vorgeschrieben, angeblich für bessere Einschätzungen des Energiebedarfs. Fakt ist, dass damit dann kontrolliert werden kann, wie oft ihr die Kaffeemaschine, den Fernseher, den Herd, die Waschmaschine oder was auch immer benutzt. Big Brother lässt grüßen, und da bald per Fernschalte Strom abgestellt werden kann, wird sich so noch einfacher ermitteln lassen, wann und wem es am meisten wehtun wird. Regierungskritikern werden mittlerweile Konten gesperrt bzw. komplett gekündigt im allerbesten Deutschland. In Pirmasens, Rheinland-Pfalz, ist ein neuer ekelhafter Fall von Kindesmissbrauch und Folter bekannt geworden. Demos der sogenannten Menschenrechtler dagegen, Fehlanzeige, war vermutlich nur ein deutsches Kind. Der Sohn des AfD-Politikers Lutz Büttner aus Dessau wurde brutal niedergeschlagen von, nach letztem Erkenntnisstand, 7 Personen mit voller Härte gegen den Schädel getreten. Wo ist der Aufschrei? Wo sind die Demos gegen diese Gewalt? Wo ist die moralische Anklage gegen solch pervertierte Form des Gutmenschenseins? Aber unsere Muppet-Show setzt sich weltweit für Pressefreiheit ein, der Witz des Jahres, wenn man bedenkt, wie sie selbst gegen die harmlosen Fans von Leverkusen, Dresden und zuletzt des FC Energie Cottbus vorgegangen sind, als diese in der Fankurve ein Plakat mit dem wissenschaftlichen Fakt, es gibt nur 2 Geschlechter, hochhielten. Von hier aus mal einen riesigen Daumen und hoch und Respekt für diese Männer und Frauen. Macht bitte weiter so! Und da wir bei der Presse, ich würde sagen, Fressefreiheit sind, bitte ich das Amt für freigegebene Bezeichnungen unserer Hampelbude höflichst um Übersendung der betreffenden Begriffe. Man darf nun wohl Prinz Mimimi einen Vollidioten nennen, nicht aber einen Vollpfosten. Das kostet 2.100 Euro. Es gibt allerdings Vermutungen, dass dies auf Bestreben der Forstwirte eingeleitet wurde, denn es wäre eine Verunglimpfung, für jeden Baum mit so viel inhaltlicher Lehre gleichgesetzt zu werden. Manche Leute haben eine Lache. Da muss ich mitleiden, das ist zu geil. Und die Menschen im Land werden weiterhin zugedröselt mit den perfidesten Lügen. Da sieht man beim NDR eine sogenannte Agrarsoziologin. Sieht aus, als wäre sie gestern erst abgestillt worden. Aber sie weiß natürlich alles. Und vor allem weiß sie, dass nur der Bauernverband gut ist, also Herr Ruckwied, der in den Aufsichtsräten zusammen mit den Volkstretern sitzt. Und der LSV und auch die Freien Bauern sind auch, na, was? Richtig? Nazis. Rechts, 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 alles rechts. Vor allem Anthony Lee, der böse Aufklärer über die Agrarpolitik in der EU und in unserem Land, ultra rechts. So viel moralische Erbärmlichkeit auf ausgemergelten 1,50 Meter Lebensgröße ist schon eine Leistung. Gott hat einzig und allein für diese infamen Sterbebegleiter Deutschlands in Form von sogenannten Journalisten bzw. Volkstretern den Blitz erfunden. Apropos Gott, die evangelische Kirche wirbt auf einer Seite auf Instagram für die Erstellung eines künstlichen Penis, und verschiedene Gesetzesentwürfe sollen die vollständigen Kosten der Geschlechtsumwandlung durch die Krankenkasse garantieren, die sich auf schlappe 30.000 bis 100.000 Euro pro Penis oder Person belaufen. Das geht noch. Finde ich, frag du mal nach neuen Zähnen, also infern du deutscher Staatsbürger bist, da kannst du aber lange warten, wenn du nicht alleine bezahlst. Das ist das neue Normal. Mitgetragen von den sogenannten Vertretern Gottes. Übrigens braucht Gott keine Vertreter, denn er lebt in uns allen. Und diese Gestalten haben schon im Mittelalter die Hexen verbrannt, in den Bauernkriegen vor 500 Jahren die Anführer vernichtet. Parallelen? Rein rhetorische Frage. Und bei Adolf haben sie den rechten Arm nach ganz weit oben gerissen. Dieses dreckige, kinderfickende, verlogene Pack. Sie müssten sich einsetzen für die Armen, für die Schwachen, für die Kraftlosen. Wo sind sie denn da? Nochmal was zum neuen Normal.
Ich verlese mal ganz kurz, es ist wirklich nur ein Ausschnitt, das Schreiben der Krankenkasse an einen deutschen Staatsbürger. Sehr geehrter Herr Punkt, es wurde durch den Gutachter festgestellt, Verschleiß der Wirbelsäule, Verschleiß der Hüftgelenke, künstlicher Gelenkersatz links, Herzerkrankung, Herzrhythmusstörung, Schultergelenksverschleiß, Diabetes mellitus, Nervenenge, beide Hände, Bluthochdruck, künstlicher Knieersatz, beidseitig Gefäßerkrankung, Beine, Erkrankung der Augenlinsen, Prostataerkrankung. Ihrem Antrag auf Erwerbsminderung können wir leider nicht entsprechen, weil die medizinischen Voraussetzungen nicht vorliegen. Danke für nichts. So sieht es aus im allerbesten Deutschland aller Zeiten. Und wenn dieser Mann nun den Mund aufmachen würde, um sich völlig berechtigt über diese Zustände aufzuregen, ist er was? Genau, Nazi. Und schauen wir auf die Landwirte. Als die EU gegründet wurde, als Wirtschaftsverbund für die Wettbewerbsgleichheit in Europa, da ging es darum, dass zum Beispiel eine Firma aus Polen nicht zu Dumpingpreisen in Deutschland Dienstleistungen anbieten kann, mit denen deutschen Firmen aufgrund wesentlich höherer Kosten gar nicht mithalten können. Und auf die Landwirte bezogen, egal wo, von der Schweinezucht bis zur Gülleverordnung, durchweg Vorschriften, die nur in Deutschland gelten und die nur eins zum Ziel haben, die Landwirte zu vernichten. In Deutschland bekommt ein Erntehelfer 2,50 Euro die Stunde, in Spanien 3,50 Euro und in Deutschland müssen 12,50 Euro gezahlt werden. Das ist kein fairer Wettbewerb mehr und das Obst und Gemüse wird dann tausende Kilometer nach Deutschland gekarrt, so viel zum CO2-Fußabdruck und häufig auch geflogen als Bio verkauft. Wie viel Bio stecken wohl in tausenden Litern Kerosin? Käfighaltung von Hühnern wurde in Deutschland verboten, in Polen aber nicht. Ende vom Lied. Die Käfige wurden hier eingesammelt, kurz hinter der polnischen Grenze aufgestellt. Die polnischen Eier von den Käfighühnern verkaufen sich glänzend und die deutschen Landwirte, die Hühner gezüchtet und gehalten haben, konnten einpacken und nicht einem einzigen Huhn ging es davon besser. Glückwunsch! Wenn sich die Landwirte über all das beklagen, sind sie was? Nazis. Richtig, Nazis. Das gesamte vermeintliche Konzept der Wettbewerbsgleichheit hat nur dazu geführt, Deutschland zu ficken, und zwar auf gesamter Linie. Wir zahlen am meisten in die Kassen für die EU-Länder, wir haben die härtesten Auflagen, wir sind in der Rezession, während es überall sonst bergauf geht. Wir haben die höchsten Preise für Strom, Gas, Brennstoffe, für Kinderbetreuung und. Und wenn wir das sagen, dann haben wir extrem recht. Und nicht, weil wir extrem recht haben, sind wir rechtsextrem. Es bleibt dabei, wir haben extrem recht mit unserer Kritik. Auch in Sachen Klima sind wir ganz weit vorn mit dabei. Mehr als 1600 Wissenschaftler, die wirklich noch Wissenschaftler sind, warnen laut und deutlich anhand von Langzeitstudien, dass es keinen Klimanotstand gibt. Und dieses Narrativ nur erfunden wurde, um den Menschen wieder Angst zu machen, sie manipulieren zu können. Da sind wir wieder bei Erich Fromm. Und unendlich Kohle zu machen. Also diese Wissenschaftler sind natürlich auch rechts, rechts, rechts. Aber die auf den Pseudodemos rumrennen, noch einmal die Frage, wann um alles in der Welt ist es jemals mutig gewesen, mit den Machthabern zu marschieren? Absolut lächerlich. Also die auf den Staatsdemos, wo sie Andersdenkenden den Tod wünschen, wo Plakate hochgehalten werden mit Gaskammer-Slogans, die komplett nach dem Motto leben, willst du nicht meiner Meinung sein, dann schlag ich dir den Schädel ein. Die sind was? Ja, keine Nazis. Ignazio Silone hatte es in Italien während des Dritten Reiches gesagt, Silone war Widerstandskämpfer, musste ins Exil gehen. Er sagte, der neue Faschismus wird nicht sagen, ich bin der Faschismus. Er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Und schauen wir einmal, wer diese sogenannten Antifaschisten finanziert, wer mit ihnen marschiert und über alles hinweg sieht, was sie an Verbrechen begehen. Und dann wissen wir, wovor Deutschland wirklich Angst haben muss. Yeah. Glückwunsch zum Ende an die hart arbeitenden Volkstreter im Bundestag. Auch dieses Jahr wieder erhöhen sich ihre Diäten automatisch um schlappe 6,2%. Das entspricht ca. 656 Euro im Monat.
Das haben sie sich auch hart verdient. Und man möchte ihnen fast wünschen, dass ihnen dieses Nazi-Geld im Hals stecken bleiben möge. Ich bin glücklich, mit euch zu kämpfen. Ich bin stolz, eine von euch zu sein. Ich liebe meine Heimat, ohne andere Länder zu hassen. Ich verehre mein Volk, ohne rassistisch zu sein. Ich achte meine Kultur, ohne andere Kulturen zu verachten. Ich werde die Zukunft meiner Kinder, eurer Kinder, nicht für Reparationszahlung eines Krieges opfern, denn weder ich noch meine Brüder und Schwestern im Geiste zu verantworten haben. Als Mutter ist es meine Pflicht, meinen Kindern, aber eben auch meiner Familie und meinen Freunden gegenüber ehrlich, redlich und respektvoll zu sein. Und ich werde das genauso leben, da es für mich eine Frage des Anstands ist. Ich distanziere mich hiermit in aller Form vom sogenannten Bundespräsidenten, der eine große Mehrheit der Menschen im Land als Ratten bezeichnete. Und ich distanziere mich vom Maschinengewehr auf zwei Beinen, die den Begriff der Schmeißfliegen für die Menschen benutzte. Und ich distanziere mich weiterhin vom wandelnden Altkleidercontainer, der noch nicht mal weiß, wie hoch die Durchschnittsrente ist. Außerdem distanziere ich mich, verbunden mit meiner tiefsten Verachtung, von dieser gesamten Hampelbude, die unermüdlich das Lebenswerk unserer Vorfahren zerstören will. Sie sind die Ratten, sie sind die Blinddärme der Gesellschaft. Sie sind infam, perfide und verlogen. Sie sind korrupt und machtbesessen. Sie sind zutiefst unmenschlich in jeder vertrockneten Zelle ihrer Körper. Sie sind nicht mehr empfänglich für die Not und das Leid, für die Ängste und Sorgen der Menschen im Land. Und deswegen an die Volksvertreter unter der grünen, versifften Glaskuppel in Berlin. Ihr seid unsere Angestellten und als eure Arbeitgeber sagen wir euch, ihr seid gefeuert! Ich habe noch ein kleines Gedicht dabei. So, die Begrüßungsteddys in der Tonne, die Euphorie ist längst verflogen. Die Bürger haben längst gemerkt, sie wurden ständig angelogen. Und auch so mancher Enthusiast sitzt mittlerweile schon im Knast. Das Volk bemerkt es endlich schon, ihr seid der Ballast der Nation. So viele haben schon begriffen, habt uns gebeutelt und geschliffen. Habt uns geknechtet, ihr Vasallen, wir werden unsere Fäuste ballen. Das Ende naht, ihr spürt es schon, auch ihr bekommt bald euren Lohn. Ihr seid eine ganz korrupte Bande, für unsere Heimat eine Schande. Kann gar nicht oft genug es sagen, wir können euch nicht mehr ertragen. Wir sind euch lange überdrüssig, ihr seid für Deutschland überflüssig. Von Stuttgart, Rostock bis nach Zeitz, ihr seid der deutschen Würgereiz. Wenn man nur eure Stimme hört, ist seelisch man sofort gestört. Kommen eure Fratzen noch dazu, dann ist es aus mit unserer Ruhe. Ein Hegel, Schiller oder Kant hätte euren Namen nie genannt. Und wären sie noch so betrunken, so niedrig, wären sie nie gesunken. Ihr seid sowas von abgehoben, so kriminell und arrogant. Für euer ehrenloses Leben, da opfert ihr das Heimatland. Ja, ihr habt lange uns geschunden, zur Rechenschaft seid nun bereit. Für euch hat Gott den Blitz erfunden, der trifft euch dann mit Sicherheit. Wer anders denkt, den wollt ihr töten, seid vor den Schildern hergerannt. Und auch vom Gas war was zu lesen, das hab von Hitler ich gekannt. Ach, stellt euch vor, auf unseren Demos, da wäre sowas zu lesen. Da wären Panzer aufgefahren, um unsere Leichen aufzulesen. Ihr lebt in eurer eigenen Blase, die immer höher steigt ins All. Wenn sie ganz oben angekommen, ach Gott, sorg für einen Knall. Denn auf dem Rückweg hier zur Erde, ein Lächeln mein Gesicht umzieht. Denn alles, was von oben runter bisher im Weltenraum verglüht. Nun denn, ihr hochgelobten Pfeifen, benutzt das Hirn so erbsenklein. Das Volk hat euch genug geopfert. Wir selber werden glücklich sein. Ihr überzeugten Deutschlandhasser, zum Kassensturz steht nun bereit. Das Volk erwartet euren Rücktritt, denn dafür ist es endlich Zeit.
Ganz kurze Botschaft. Wir müssen unbedingt weitermachen. Es gibt manchmal die Frage, wann wird sich was ändern? Es wird sich dann was ändern, wenn wir länger standhalten als die da oben. Es ist eine Frage der Geduld. Wir sind hart arbeiten gewöhnt, wir sind durchhalten gewöhnt, wir sind verzichten gewöhnt. Wir müssen weitermachen. Vernetzt euch. Das ist ganz wichtig. Vernetzt euch mit anderen Bundesländern. Es ist motivierend zu sehen, was in den anderen Bundesländern auch für Aktionen stattfinden. Genau deswegen werden all diese Bilder, Videos und Informationen aus dem öffentlich Entrechteten rausgehalten, weil wir glauben sollen, es findet nichts statt. Wir sind stark und wir machen weiter. Ich danke euch für euren Mut. Linke, rechte Verschwörungstheoretiker, Christen oder Neonazis, insgesamt Systemkritiker, Stefan, die Reduzierung der Weltbevölkerung, um die Menschheit mit Mikrochips zu versehen und digital zu versklaven. Verschwörungstheoretiker gibt es auch in den gebildeten Kreuz. One Nation Records. Siehst du, wie die Welt durch den Viruslamm liegt? Alles gesteuert und geplant, blick durch die Matrix. Sie lenken unser Leben nur durch Angst und Panik. Wacht endlich auf, es wird Zeit. Illuminati. Yeah, siehst du, wie die Welt durch den Viruslamm liegt? Alles gesteuert und geplant, blick durch die Matrix. Seh durch meine Augen und du siehst die Tragik. Schöne neue Welt. Illuminati. Shutdown, die ganze Welt steht still. Fick den Lockdown. Alles schlecht verfilmt, durchlebt ein Albtraum. Politik gleich Abschaum, die Wirtschaft taumelt und steht kurz vor einem Knockout. Wacht auf, unterstützt den Aufwachprozess. Geht auf die Straßen, rebelliert, betreibt lautstark Protest. Yeah, haltet Stand, appelliere an das ganze Land. Links, rechts, marschiert und zwar Hand in Hand. Es macht mich krank, und ihre Masken sind gefallen. Doch lieber bleiben sie zu Hause und lassen sie's gefallen. Wo bleibt die Zuversicht, das Schlechte hier zum Guten zu wenden? Wer Teil des Widerstands, um für unsere Zukunft zu kämpfen? Um uns im Blut zu ertränken, ist ein Bürgerkrieg geplant. Guck, sie lügen und hetzen, fick den Pyramidenstaat. Viele erhörten meine Stimme tief im Koma und sind aufgewacht. Ey, ihr könnt lachen, über Noah wurde auch gelacht. Ha! Siehst du, wie die Welt durch den Viruslamm liegt? Alles gesteuert und geplant, blick durch die Matrix. Sie lenken unser Leben nur durch Angst und Panik. Wacht endlich auf, es wird Zeit. Illuminati. Yeah, siehst du, wie die Welt durch den Viruslamm liegt? Alles gesteuert und geplant, blick durch die Matrix. Sieh durch meine Augen und du siehst die Tragik. Schöne neue Welt. Illuminati. Überwacht alles. Erkennt die Zeichen der Zeit, jetzt hat die Endzeit begonnen. Ein dirigiertes Orchester hält sie weltweit in Trance. Erfolgt die Masseninfo, glaub mir, hat die Menschheit verloren. Yeah, fick die WHO und gib Geld keine Chance. Nein, sitzt bei Markus Lanz, redet von Senkung der Geburtenrate. Ziel der NWO, sag, bemerkst du jetzt, was uns erwartet? Suchst du das Licht, liegt es im Spektrum der verfluchten Lage. Wenn du nicht selbstständig denkst, bist du ein guter Sklave. Lügen, Presse, Fake News, fuck, dass die Zensur am Start ist. Massenmanipulation, man hetzt, um mir den Ruf zu schaden. Guck und sie fragen, Willi, bist du ein Nazi? Bin ich links, bin ich rechts, einfach Killuminati? Nein, bin kein Mann der Politik, denn das ist alles nur ein Trick. Sie alle handeln zu verstrickt, sie wie die Schlange uns erstickt. Yeah, suchst du die Puppenspieler, triffst du sie im Hinterzimmer. Elitäre Hurensöhne, pädophile Kinderficker. Yeah, siehst du, wie die Welt durch den Viruslamm liegt? Alles gesteuert und geplant, blick durch die Matrix. Sie lenken unser Leben nur durch Angst und Panik. Wacht endlich auf, es wird Zeit. Illuminati. Yeah, siehst du, wie die Welt durch den Viruslamm liegt? Alles gesteuert und geplant, blick durch die Matrix. Seh durch meine Augen und du siehst die Tragik. Schöne neue Welt. Illuminati. Wir erleben eine globale Krise. Diese Krise kann kein Land allein lösen. Doch die Staaten müssen zusammenarbeiten und sich der Weltvernunft freuen. So eine Weltregierung hat inzwischen einen ganz anderen Klang. Nur sie können heute noch unsere Probleme lösen. Was einst als utopischer Traum galt, entwickelt sich nach den zahlreichen Krisengipfeln mehr und mehr zu einem realistischen Ziel. Die Finanzelite plant die ganzen Kriege für ihre kranken Ziele. Folgt bald die Bankenkrise. Eine Weltwährung wartet, bis all das viele Geld den Wert verliert, um Chaos zu erzeugen. Denn der Deep State will eine Weltregierung. Versucht nicht alles zu verteufeln, nein, wir leuchten und warnen. Heutzutage probiert man anders denken, da ans Kreuz zu nageln. Beleuchtungsphase hat eine Frage, die sich lohnt. Sagt ihnen die Massenmigration als getarnte Invasion. Gott bewahre die Nation, sie verfolgen strikt globale Pläne. Lieber am Stehen als auf Knien. Solange ich lebe, was ich sehe, zwischen all den Zeichen und Symbolen, sind okkulte Rituale mit Geistern und Dämonen. Prophezeien eine Prophezeiung.
verlangt der Teufel Weltherrschaft. Siehst du, wie die Welt durch den Virus lahm liegt? Alles gesteuert und geplant, Blick durch die Matrix. Sie lenken unser Leben nur durch Angst und Panik. Wacht endlich auf, es wird Zeit. Illuminati. Yeah, siehst du, wie die Welt durch den Virus lahm liegt? Alles gesteuert und geplant, Blick durch die Matrix. Sieh durch meine Augen und du siehst die Tragik. Schöne neue Welt. Illuminati. Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang. Wir werden noch lange diesem Virus. Die Zeit ist nie so reif gewesen wie jetzt, wenn wir wirklich global denken, dass wir auch global an eine Währung herangehen werden. Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung. Illuminati for wake up, wake up. Radio Freie Niedersachsen. Hier bist du genau richtig. Radio Freie Niedersachsen. Und damit herzlich wieder zurück hier auf Radio Freie Niedersachsen. Von Hand zu Hand, von Stadt zu Stadt. Gemeinsam bewegen wir. Wir bewegen, was euch bewegt. Also, das war Musik gerade vom Künstler Ukwali mit dem Titel Killuminati 6.0. So, kommen wir jetzt zum nächsten Beitrag von den Tagesthemen der ARD mit dem Titel Steuern runter, Wirtschaft rauf? Fragezeichen. Ein Beitrag vom 6. Februar 2024. Wieder eine Analyse von Sebastian Schreiber, ARD Finanzredaktion. Und zwar hier geht es los mit Deutschlands Wirtschaft bleibt im Krisenmodus. Die Bundesregierung will die Bedingungen für Unternehmen verbessern, diskutiert aber über den richtigen Weg. Wie bewerten Experten die Vorschläge? Fragezeichen. Es ist so eine Sache mit der Einigkeit in der Ampelregierung. Im jüngsten Fall haben Finanzminister Christian Lindner von der FDP und der Grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck immerhin ein gemeinsames Ziel. Die Unternehmen in Deutschland sollen entlastet und der Wirtschaftsstandort gestärkt werden. Die Ampelfraktionen aber streiten darüber, wie sich das erreichen lässt. Habeck hatte sich zuletzt für ein milliardenschweres Sondervermögen ausgesprochen, um steuerliche Gutschriften und Abschreibungen zu ermöglichen. Finanzminister Lindner lehnt diese Idee ab. Ein Sondervermögen bedeutet neue Schulden, so der FDP-Chef. Lindner hat dafür eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags für Unternehmen ins Spiel gebracht. Das wiederum kritisiert etwa Grünen-Chefin Ricarda Lang. Sie habe noch keinen Vorschlag zur Gegenfinanzierung gehört. So viel dazu. Aus der Quelle tagesschau.de Wirtschaft aus der Rubrik Konjunktur. Dann gibt es natürlich noch einen wunderschönen Beitrag, den will ich euch hier auch nicht vorenthalten. Und zwar korrigierte Hamburg, die Stadt Hamburg, die Zahl bei der Demonstration gegen Rechtsextremismus. Ein Beitrag vom 7. Februar 2024, veröffentlicht um 19.11 Uhr. Also 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatte die Polizei in Hamburg bei der ersten großen Kundgebung gegen Rechtsextremismus am 19. Januar dieses Jahres gezählt. Jetzt hat die Innenbehörde die Teilnehmerzahl deutlich nach oben korrigiert. Demnach sollen 180.000 Menschen an der Demonstration teilgenommen haben. Am 19. Januar strömten tausende Menschen in die City. Die U-Bahnen waren überfüllt und auch auf den Straßen rund um die Alster bis hinauf zum Gänsemarkt sowie auf der Mönckebergstraße standen die Menschen dicht an dicht. Wegen des Massendrangs musste die Kundgebung sogar vorzeitig abgebrochen werden. Die Polizei zählte am Tag der Demo 50.000 Teilnehmer. Zahl wegen des öffentlichen Interesses neu geschätzt. Der Organisator und der SPD-Politiker Kasim Abachi bezweifelte die Zahl wie viele andere auch. Und er blieb beharrlich mit Erfolg. Die Hamburger Innenbehörde spricht jetzt offiziell von 180.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wegen des öffentlichen Interesses habe sie die Zahl anhand von Luftbildern neu geschätzt. Demnach hatten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebung auf einer Fläche
Fläche von 60.000 Quadratmetern verteilt. Weil erfahrungsgemäß 3 Personen auf 1 Quadratmeter kommen, ergebe sich eine Zahl von 180.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, heißt es nun aus der Innenbehörde. Ja, somit sagt Abachi ein starkes Zeichen. Das ist ein sehr starkes Zeichen, sagt Abachi erfreut. Rund 10% der hamburgerischen Bevölkerung sei aufgestanden und habe an der Kundgebung teilgenommen. Hier tagesschau.de aus der Rubrik Inland Regional Hamburg. Ja, so viel dazu, was wir dazu denken, weil wir ja auch die Bilder gesehen haben. Das können wir uns ja selber denken. Dann gibt es hier einen weiteren Bericht von der Tagesschau aus der Rubrik Inland und Deutschland Trend, ne, gegen Rechtsextremismus, knappe Mehrheit gegen AfD-Verbotsverfahren. Also gegen Rechtsextremismus und die AfD sind zuletzt viele Menschen auf die Straße gegangen. Ein Verbotsverfahren gegen die Partei sieht jeder Zweite laut ARD Deutschland Trend aber kritisch. Die AfD müsse politisch gestellt werden. Seit mehr als 3 Wochen finden in zahlreichen Städten bundesweite Proteste gegen Rechtsextremismus statt, an denen sich bislang insgesamt mehr als 1 Million Menschen beteiligt haben. Das Anliegen dieser Großdemonstration trifft auf eine breite Unterstützung in der Bevölkerung. 72% geben an, dafür Verständnis zu haben. Nur 21% haben kein Verständnis. Diese große Unterstützung findet sich unter den Anhängern und Anhängerinnen beinahe aller Parteien. Die Mehrheit der Anhänger der Grünen, 97%, der SPD und Anhänger der CDU/CSU, 83%, gibt an, Verständnis für das Anliegen der Demonstrationen zu haben. Auch unter Wahlberechtigten, die sich grundsätzlich vorstellen könnten, das Bündnis Sarah Wagenknecht zu wählen, hat eine Mehrheit von 58% Verständnis für das Anliegen der Demonstration zu haben. Eine Mehrheit von 76% der AfD-Anhänger hat kein Verständnis dafür. Also so viel dazu. Und wir wissen es natürlich besser, denn ab den 8. Januar 2024 sind es auch die Landwirte, die hier aktiv mit ihren Treckern und Anhängern und was nicht noch alles beladen aktiv auf der Straße sind. Nicht nur in Niedersachsen, sondern auch in den anderen Ländern der Bundesrepublik Deutschland versperren sie die Auffahrten von Autobahnen und verstopfen die Autobahnen und auch Landstraßen und auch Städte. Nicht zuletzt auch Großprotestaktionen in Berlin gab es mehrere Male. Und die öffentliche rechtliche Meinung, die kennen wir auch inzwischen, wer hier auf dem Telegram-Kanal der Freien Niedersachsen gewesen ist, der konnte sie einsehen und auch nachvollziehen. Mein Kommentar möchte ich dazu gerade nicht abgeben. Ich denke schon, dass wir uns das alle vorstellen können. Und die Protestaktion seitens der Landwirte ist in Deutschland noch relativ friedlich. Wenn man hier zum Beispiel auch auf die anderen Länder schaut, wie zum Beispiel auch Polen, ja, wo sie mit ganz vielen optischen Fackeln in der Luft haltend ganz viele Färbemittel in die Luft geben, wie zum Beispiel schwarz, rot oder auch weiß. Das macht nur allzu deutlich, die haben es satt. Aber weiter geschaut zu den Niederlanden, die haben es ja schon vorgemacht in dem Jahr 2022 oder auch in dem Jahr 2023. Es geht noch verschärfter, also die gehen richtig weit. Und schauen wir hier nach Frankreich, lässt sich erkennen, die Franzosen lassen sich erst recht nichts gefallen. Das ist eine ganz andere Kultur an Menschen, die hier für ihre Rechte aktiv ihre Beine in die Hände nehmen, um hier der Politik zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Davon kann Deutschland weiterhin nur träumen, von solchen Zuständen. Und wir dürfen gespannt sein, inwieweit die Politik hier auf die Landwirte und den Bauernverband näher eingehen werden. Und auch in Spanien gab es ganz viele Gelbwesten, die hier aktiv auf der Straße gewesen sind. Und die Polizei konnte diese Massen an Demonstranten nicht mehr Herr werden. So viel dazu. Und auch in Belgien
lassen sich die Menschen das nicht gefallen und laden ihre Gülle vor dem Parlament ab. Nicht zuletzt auch beim EU-Parlament. Soweit die Protestaktion in Deutschland und auch in den naheliegenden Ländern wie zum Beispiel Polen, Spanien und auch Frankreich. Jetzt gibt es erstmal sehr gerne wieder Musik hier von Aliens Best Friend mit dem Titel Kriegstreiberei in der Version Udo Jürgens Cover. Viel Spaß! Die Zeit ist dunkel, jedoch wir wissen, wer die Bösen sind. Da 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 da. Machen weiter mit der Agenda wie ein stures Kind. Wir schauen zu und glauben kaum diesen Skandal. Da 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 da. Es ist die Staatsmacht, der wir Menschen völlig Schnuppe sind. Da 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 da. Liefern Waffen, damit wir Deutschen dann wieder schuldig sind. Sie buckeln vor der fernen Macht ohne Moral. Da 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 da. Kriegstreiberei von den USA gesteuert, dumm, dreist und high. Maximal brutal bescheuert und nebenbei plärren sie den Superkrieg herbei, doch einerlei. Kriegstreiberei, schickt doch noch mehr Panzer rüber, komm, packt sie ein. Da freuen sich Soldatenmütter, Kampfjets vielleicht. Ihr seid ja beim Sterben nicht dabei, nur Heuchelei. Da 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 da. Da 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 da. Radio Freie Niedersachsen. Hier bist du genau richtig. Radio Freie Niedersachsen. Und damit herzlich willkommen hier auf Radio Freie Niedersachsen und kommen wir jetzt zum nächsten Thema bzw. zur nächsten Rubrik hier bei Radio Freie Niedersachsen. Und zwar schauen wir uns gerne einmal die Videos an hier von dem Karnevalsauftritt der Initiative aus Braunschweig und auch aus Hannover in Kooperation von der Initiative Friedlich und Vereint. Unter anderem mit dabei Tina, die fleißig filmt. Erst einmal die Vorbereitungen. Ich werde hier noch ein bisschen kommentieren. Und zwar ist hier zum Beispiel ein großer Banner erklärt, wo drauf steht: Euer Geld ist nicht weg. Es hat nur jetzt ein anderer hier auf dem Parkplatz vor dem Geschäft des Hornbaches machen sich die Aktivisten aktiv, ja, bereit für den Karnevalsumzug. Sie ziehen sich um, sie versuchen den Banner in die richtige Position zu werkeln. Und der ein oder andere zieht hier noch seine weißen Handschuhe an und warten wir einmal ein Statement eines Aktivisten ab. Was schaffen wir denn? Deutschland schaffen wir ab. So, und hier laufen jetzt die Vorbereitungen. Und in 10 Minuten geht's los. Ja, danke. Nee, also super. Aus allen Richtungen. Ja, die Hannoveraner auch wieder stark vertreten, finde ich super. Ja, also ich wünsche euch heute viel Spaß. Und ja, ich wollte noch ein paar Sachen sagen. Also ja, wir sind ja hier zum Spaß haben. Wir wollen keine Parolen rufen oder irgendwas. Wir geben die Süßigkeiten direkt die Leute in die Hand. Das kam das letzte Mal richtig gut an. Ja, da waren alle zufrieden. Nehmen lassen, nicht in den Beutel schmeißen, sondern hinhalten und den Leuten auch sagen, nehmt es. Genau, nehmt es in kleinen Mengen halt und geht ruhig hin, umarmt die Leute, tanzt mit denen irgendwas. Das kam letztes Jahr total super an, also wenn ihr Lust drauf habt. Und ja, genau. Ansonsten
würde ich sagen. Bitte die Masken am Ende dann wieder zurück. Ja, zurück, weil sie diesmal laminiert sind. Genau, die sind für viele Jahre ausgelegt. Und was ich auch sagen will, Aufstellung ist jetzt um 12.30 Uhr. Wenn ihr das jetzt noch nicht schafft und was zu tun habt, kommt nach. Ich werde jetzt schon losgehen mit dem Wagen, dass ihr uns oder mich seht, wenn ihr nachkommen wollt. Aber wir müssen schon dort präsent sein, jetzt um 12:30 Uhr. Ansonsten wird es schwierig. Was ist mit den Masken und den T-Shirts? Müssen die zurückgegeben werden oder nicht? Die Masken und die T-Shirts? Die T-Shirts und die Kappen. Nein, ja, natürlich. Müssen zurückgegeben werden. Oder weiß ich nicht. Nee, zurückschicken können wir sie nicht. Nee. Ja, dann behaltet sie. Andere behalten. Die Schilder zurück und die Masken. Genau. Jetzt geht's langsam los. Wir gehen jetzt zur Aufstellung. Und im nächsten Clip stehen sie alle schon bereit. Alle in der Schlange und alle ziehen sich jetzt die Masken auf. Ähnlich wie letztes Jahr, im Jahr 2023, wo die Aktivisten von Friedlich und Vereint ja, in Kooperation und Annalena, mit Hannover das ist doch gut zusammen, auch nicht mit dabei gewesen ist. Nur dieses Jahr hat der rechtlich öffentliche Sender Norddeutscher Rundfunk mehr positiv berichtet als noch vor einem Jahr. Da versuchte die Kamera mehr wegzuschwenken als drauf zu richten. Und hier gehen sie an der Kamerafrau Tina vorbei. Das war jetzt gerade Olaf Scholz und der ein oder andere hat hier auch eine Tasche dabei von der SPD, wo Haha draufsteht, mit Edding draufgekritzelt. Und hier machen sie sich bereit. Gerade auf der Straße gehen sie in Formation und vorne vorweg der rote Banner mit der weißen Schrift, wo draufsteht, euer Geld ist nicht weg, es hat nur jetzt ein anderer. Ich mache gerne nochmal das andere Video an, hier von Friedlich Unvereint in Kooperation mit Hannover durch Tina. Vielen lieben Dank hier für die Aufnahmen direkt vor Ort vom Karnevalsumzug in Braunschweig hier am 11. Februar 2024. Hier sind sie jetzt ungefähr 15 bis 20 Aktivisten, die hier aktiv auf der Straße sind mit dem roten Banner. Euer Geld ist nicht weg, es hat nur jetzt jemand anderes bzw. ein anderer. Und vorne weg Christian Lindner von der FDP, der hier die Stange mit dem Banner hält und auch auf der anderen Seite hier links betrachtet von den Aktivisten. Vorne vorweg Olaf Scholz, er hat auch ein Schild um den Hals. Alle sind im Outfit der Panzerknacker unterwegs. Und das ist natürlich auch karnevalistisch so erlaubt, wie es dargestellt ist. Denn zur Narrenzeit dürfen sie die Spitze gerne auf den Arm nehmen. Jetzt Angela Merkel, die Raute, das Rautezeichen macht. Viele, viele Besucher, die hier den Karnevalsumzug in Braunschweig mit anschauen. An den Seiten links und rechts ein Mensch, der im Bärkostüm verkleidet ist, macht hier wunderbare Aufnahmen von den Panzerknackern bzw. von der Initiative Friedlich und Vereint und in Kooperation mit Hannover. Und Christian Lindner hier an der Seite klatscht in die Hände der Kinder, die hier an der Seite stehen. Unter anderem ein Pikachu, eine Hexe und eine Bäuerin und ein Teufel und so weiter. Hinter den Panzerknackern ein Traktor der Landwirte. Vorne voran blaue Narren, die hier ihre Flaggen schwenken und buntes Treiben hier an diesem bewölkten Tag in Braunschweig. Es hat hier vorher geregnet bzw. rieselt es leicht gerade. Einige Schirme, die hier falsch rum in der Luft hängen, um hier die eventuelle geschmissene Kamelle aufzufangen. Und sie winken, auch Baerbock, sie tanzt, sie strahlt, sie winkt und wie auch die anderen Politiker hier an diesem Karnevalsumzug mit dabei. Ja.
Radio Freie Niedersachsen. Hier bist du genau richtig. Radio Freie Niedersachsen. Und damit wieder zurück hier auf Radio Freie Niedersachsen. Von Hand zu Hand und von Stadt zu Stadt. Gemeinsam bewegen wir und wir bewegen, was euch bewegt. Also, wenn ihr Termine habt aus Städten, wo noch keine Demonstrationen bisher gewesen waren und ihr das Gefühl habt, die müssen mit in die Liste des Telegram-Kanals Freie Niedersachsen, dann schreibt uns doch sehr gerne hier an den @fni-häferlein-bot und sendet gern eure Termine, eure angemeldeten Demonstrationen, Versammlungen, Kundgebungen, wie auch immer, gerne mit. Egal, ob ihr aus einer Stadt kommt oder aus einer Gemeinde oder aus einem Dorf, sehr gerne an den Helferlein-Bot der Freien Niedersachsen. Sehr gerne würde ich gern noch die ein oder andere Demonstration angemeldet, wo Spaziergänge weiterhin stattfinden, verkünden. Wenn ich jetzt heute zum Beispiel auf den Tag Montag klicke, dann gibt es hier seit dem 14. Januar 2024 eine aktualisierte Liste, natürlich auch für die anderen Tage, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und auch sonntags. Dann gibt es die zum Aufrufen hier in der Übersicht im Telegram-Kanal der Freien Niedersachsen unter Gesamtübersicht aller Termine und Aktionen. Und das lässt sich sehen, denn hier in der aktualisierten Liste findet man viele Städte und auch Dörfer und Gemeinden, die weiterhin beständig auch über 2 bis 3 Jahre weiterhin auf die Straße gehen. Und es spielt keine Rolle, ob es 5 sind, 10 sind oder 15 sind. Das sind Menschen, die Gesicht zeigen und sich für unsere Demokratie einsetzen. Und zwar jeden Montag hier Auetal-Rehren, 19 Uhr Rathaus oder auch Aurich, 18 Uhr Marktplatz, dann Bad Gandersheim, 18 Uhr Festspielbrunnen, Bad Nenndorf, 18 Uhr Tagesbrunnen, Braunschweig, 18.30 Uhr am Dom, in Klammern vorerst einmal im Monat, jeden ersten Montag im Monat, wenn Feiertag, dann den zweiten Montag im Monat. Bremervörde, 18 Uhr Brunnenstraße, Buchholz Aller, 18.30 Uhr Marschweg am alten Edeka, Buchholz IDN, 19 Uhr Rathaus, dann gibt es hier Delmhorst, 18 Uhr Kraftwiesen, dann Diepholz, 17 Uhr Mollerstraße, Aldi Parkplatz. Dann haben wir hier sehr gerne auch Helmstedt, 19 Uhr Rathaus, Hildesheim, 18 Uhr Andreaskirche, Zuckerhut. Dann haben wir des Weiteren auch noch Peine, natürlich aus der Stadt, aus der ich hier gerade live aufzeichne, am 12. Februar 2024, 18.30 Uhr historischer Marktplatz, dann Rehren, Auetal, weiterhin 19 Uhr Marktplatz, ich glaube, ist hier auch zweimal drin, richtig, aber kann ja nicht schaden. Dann Ritterhude, 18 Uhr Rathaus, dann haben wir hier auch noch Twistringen, 19 Uhr Lindenstraße 39, Pferden auch 18 Uhr, Allerpark und so weiter, Wunstorf, 18 Uhr BIB Pavillon Lange Straße. Also nochmal hier gerne der Hinweis: Verantwortlich sind jeweils Bürger vor Ort, nicht die Organisationsstruktur der Freien Niedersachsen, die hier die Aktionen, Spaziergänge, Versammlungen, Umzüge und so weiter anmelden. Also es sind immer die Bürger vor Ort, nicht die Organisationsstruktur der Freien Oldenburger. Die sind ehrenamtlich tätig im ständigen Wechsel. Es sind auch nicht immer die gleichen, die hier das veröffentlichen, was an Einsendungen über den Helferlein-Bot hereinkommt. Ja, das war's heute von der 10. Sendungsfolge von Radio Freie Niedersachsen. Mein Name ist Perkursiv und es hat mich sehr gefreut, euch heute die 10. Sendungsfolge aus der Stadt Peine zu senden. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und auch gute Unterhaltung und habt hier die ein oder andere Information mit an die Hand bekommen können. Und ja, wenn ihr Lob, Kritik oder auch Verbesserungsvorschläge habt, sehr gerne auch im Chat des Telegram-Kanals der Freien Niedersachsen gerne.
oder auch in der Kommentarfunktion des Telegram-Kanals der Freien Niedersachsen, der Telegram-App. Nicht aus dem App-Store, sondern aus von der Seite, Homepage-Seite telegram.com, wenn ihr daran interessiert seid, eine nicht zensierte Version zu bekommen. Dann gibt es gerne noch einmal Musik und ich sage bis dann. Bleibt tapfer, bleibt hart und tragt den Frieden in die weite Welt hinaus. Euer Perkussiv. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hier bist du genau richtig. Von Hand zu Hand und von Stadt zu Stadt. Radio Freie Niedersachsen. Zunächst ist es so, wir haben mehr Tests, aber wir haben auch mehr positive Fälle pro Test. Pro Test. Pro Test. Pro Test. Pro Test. Pro Test. Das heißt, die Anzahl der positiven Tests pro durchgeführten Test steigt und die Zahl der Tests, die wir derzeit machen, steigt nicht weiter. Pro Test. Und daher haben wir auch leichtere Fälle, weil wir damals die Fälle, die wir bekommen haben, im Wesentlichen als symptomatische Fälle bekommen haben. Protest. 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 Und jetzt testen wir viele an, nicht symptomatisch. Und daher sind auch nicht so viele schwer krank, wenn man sie also positiv testet. Aber es ist insgesamt eine höhere Zahl von positiven Tests, die wir in den letzten Wochen beobachten. Es wird ja niemand gegen seinen Willen geimpft. Selbst die Impfpflicht führt ja dazu, dass man sich zum Schluss freiwillig impfen lässt. Die Wahrheit führt in sehr vielen Fällen zum politischen Tod. Ich bitte Sie. Protest. Und von Stadt zu Stadt.
Radio frei in Niedersachsen.